Studio Fisman. Immer noch dieselben Entwickler. Gut, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum, zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play The Inner World, der letzte Windmönch. Mit dem Zwergenfürst. Ja, willkommen zurück zu der Inner World. Inner World 2. Der letzte Windmönch, The Last Windmonk. Ja, der Nachfolger zum ersten Teil. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit und freut euch mindestens genauso wie ich auf das Let's Play. Dann lasst uns losgehen. Spielen wir das Spiel. Starten wir es in einen neuen Spielstand. Von allen Welten, die ihr euch vorstellen könnt, ist die, von der ich euch jetzt erzählen werde, wohl die seltsamste. Aspusien liegt inmitten des unendlichen Erdreiches. Ein großes, rundes Loch, bewohnt von den gestreiften Asposern, beatmet von nur 4 Windbrunnen. Seit jeher wurden diese Quellen von den Windmönchen bewacht. Sie waren eins mit dem Wind. Und manchmal auch mit dem Glücksspiel oder dem Wurzelbier. Wie bei jedem anderen Volk erzählte man sich Geschichten über den Ursprung des Windes. Die Geschichte von gigantischen Windgöttern, die Aspusien beatmeten, schien den meisten einzuleuchten. Man nannte sie die Basilen. Trotzdem waren alle sehr überrascht, als die Viecher dann plötzlich aus dem Brunnen kamen und anfingen, Asposer zu versteinern. Der Windmönch Conroy übernahm die Herrschaft. 15 lange Jahre beschützte er die Asposer vor den Windgöttern. Er predigte Entsagung und Gehorsam, um die Götter milde zu stimmen. Es waren dunkle Zeiten. Nun sollte man aber wissen, dass das absolute Humbug war. Es gab keine Götter. Conroy hatte die Viecher selbst gebaut, um das Volk mit Angst und Terror zu beherrschen. Bis ihm schließlich vor 3 Jahren von einem jungen Helden ein Ende gesetzt wurde. Und die wahre Geschichte hinter dem Ursprung des Windes? Die heilige Dynastie der Flötennasen beatmet Aspusien seit Anbeginn der Zeit. Sie leben versteckt im Wald und spielen das Lied des Windes. Ein Geheimnis, das lange Zeit gut behütet blieb. Bis heute. Seht ihn euch an. Schaut in seine linkischen Augen. Seht ihr, was ich sehe, meine Brüder und Schwestern? Einen Verräter, einen Mörder, einen abscheulichen Witz der Natur. Er und seinesgleichen waren es, die mit ihren Nasen die Basilen beschworen haben, die ihre versteinernden Blicke auf unschuldige Asposer gelenkt haben. Sie haben unseren Abt Conroy ermordet. Ein Blankenjäger ermordet. Oh shit. Er ist wieder da. Beziehungsweise seine Ideologie ist wieder zurück. Conroy ist wieder. Losgelassen haben. Mein Name ist Serophius Cedur Cantate, zweiter Unterflötist. Meine ewige Aufgabe ist es, das Windlied zu spielen und das Leben in Aspusien zu erhalten. Durch unsere Dynastie atmen die Brunnen. Wir sind ein Werkzeug des Windes. Was hat die Flötennase gesagt? Lauter! Nein, bitte! Wir werden alle ersticken, wenn wir unser Lied nicht spielen können. Seid ihr alle vollkommen bescheuert? Conroy war böse. Conroy war unser Retter. Er ist für uns im Kampf gegen diese Unwürdigen gestorben. Na sicher. Wir haben es doch selbst miterlebt. Ihr werdet ihn zurückholen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und das Erste, das unser Abt Conroy sehen wird, wenn wir ihn endlich entsteinert haben, wird sein, wie alle Flötennasen, alle in den Windbrunnen geworfen werden. Ihr bringt euch alle um.
Kapiert ihr nicht, dass Conroy die Basilen selbst gebaut hat? Unser König wird kommen. Er wird den Einklang bringen. So will es die Prophezeiung. Habt ihr es alle gesehen? Er wollte schon wieder einen Basilen beschwören. So wahr ich hier stehe, meine Brüder und Schwestern, als Conroys Vertreter. Wir werden auch die letzte Flötennase finden und wir werden ihnen ein Ende setzen. Und dieser König soll nur kommen. Ihn werden wir als Ersten in den Brunnen stoßen. Und wollte die totale Flötenvernichtung. Und das ist er. Ach du Mann. Der König von Aspurzir. Robert. Versteinert. Hilflos. Allein. Aber er ist nicht ganz allein. Seine treue Taube ist da, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Huck. Müsstest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Tutorial. Warum nicht? Aber, ja, nö, ich meine, finden wir auch so raus. Finden wir von selbst raus, wie immer. Ein Steinungsauge. Hack, ah, jetzt spielen wir den Hack. Die Taube Hack. Okay, wir haben ein Steinungsauge in der Tür. Ein Wurzellurch. Nichts hacken. Ameisenbaum. Fressblüte. Aha. Ah, das zweite Entstellungsauge. Oh Mist. Wir sollen das was werden. Die Murmel da reinstecken. Aha, jetzt haben wir gar nichts mehr. Sonst beide Augen verschlungen. Was ist mit dem anderen Auge passiert? Okay, ich hoffe, man kann alles hören. Der Sound ist in Ordnung. Oh, hallo Wurzellurch. Okay, ein Stoßzahn. Können wir vielleicht mitnehmen? Nee, können wir nicht. Okay. Den Moment kriegen wir so leicht nicht wieder her. Oder was? Ach so, da oben ist der andere. Ein Steinungsauge. Ein erstes Rätsel hier schon mal. Okay, wie kriegen wir das gebacken? Ziel ist, dass einer von denen auf einmal zwei Murmeln im Mund hat. Werden. Ist untereinander irgendwie miteinander vernetzt. Können wir da irgendwas? Das bringt uns ja irgendwie nichts. Okay. Vielleicht kann der Lurch irgendwas mit der Pflanze tun.
Ah, okay, wir müssen ihn durch dort weglocken. Aha, in See. Eine Pfütze. Vielleicht können wir jetzt die Pflanzen gießen. Aha, okay, das Stündchen lief. Das Loch. Was bringt uns das? Sind wir weg? Das wäre eine Idee gewesen, wenn wir jetzt hier das Wasser in die eine Blume laufen lassen, dann schwimmt die Murmel vielleicht da drin. Tja. Die Tür können wir nicht mehr öffnen. Das ist schade. Können wir was mit der Pfütze anfangen? Fahren. Können wir nichts mit anfangen mit dem Fahren? Okay. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Jane. Nochmal einen Ameisenbau reinhauen. Den ging da hoch. Zerfressen die Lianen. Augenklappe. Aha. Ach, und zerfressen den. Okay, nun. Aha, jetzt können wir ein Versteinerungsauge in die andere Fressblume hineinlegen und dann. Vielleicht so. Müsst die Augen rausnehmen. Na toll. Das andere Verstärkungsauge nehmen und dann hier haben sie zwei Murmeln, mit denen sie spielen können. Können wir das andere nehmen? Sehr schön. Könnte mit dem Verstärkungsauge spielen. Wir tun hier die Entsteinungsaugen rein. Die Augenhöhle. Und hack. Hacke mal da hinauf. Sehr schön. Rätsel gelöst. Flötnase. Endsteinhaus. Und wer ist das? Und? Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer bin ich? Ich erinnere mich nur noch, dass ich in den Wald gelaufen bin. Dann bin ich über einen Basilen gestolpert. Danach habe ich einen Lichtblitz gesehen. Oh Mann, ich muss mich selbst versteinert haben. Wer du bist? Du bist Robert. Erinnerst du dich nicht? Woran? Er hat seine Erinnerung verloren. Oh nein. Der Sohn des Königs, der Thronerbe. Klingelt da nichts? Conroy hat dich als Baby vor 18 Jahren entführt, als er alle Flötennasen versteinert hat. Du bist bei ihm aufgewachsen, ohne zu wissen, dass dein Vater der König war. Conroy? Ich dachte, ja, richtig. Was soll ich noch? Er ändert sich. Ich hab dich. Du malst das jetzt so lange, bis das ordentlich aussieht.
Und was soll das mit den ganzen Blümchen? Was bist du? Ein Mädchen? Ja, Robert, Junge, hör mal. Ich sag es dir vielleicht nicht oft genug. Aber du musst dich gar nicht wundern, dass deine Eltern dich ausgesetzt haben. Ausgesetzt? Niemand wollte dich. Und wenn ich dich nicht als Baby von der Straße aufgelesen hätte, wärst du jetzt tot. Aber jetzt bist du hier und das ist eben so. Na komm, jetzt spiel mein Lied. Aha, er hat sich erinnert. Ja, richtig. 15 Jahre lang. Naja, du hast ihn ja besiegt. Kopf hoch, Junge. Nun frage ich mich allerdings, warum du hier so im Wald herumstehst, anstatt endlich König zu sein. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich vielleicht nicht würdig bin, König zu sein. Ich würde so weit gehen zu sagen, du bist nicht würdig, ein Schuhputzer zu sein. König. Was war das? Nein! Sei still! Was? Was? Mit wem hast du gerade geredet? So eine Frage, ich war zuerst da. Mit, niemandem. Sicherlich nicht mit Conroys imaginärer Stimme in meinem Kopf. Hör auf zu träumen und hör mir zu. Die Flötennasen sind in Gefahr. Und du weißt, wenn es euch nicht mehr gibt, dann gibt es bald keinen Wind mehr. Oh nein! Da sagst du was, Junge. Aber es gibt Hoffnung. Es existiert eine uralte Prophezeiung. Die Sage vom Einklang. Alle Flötennasen und alle Asposer werden in Glück und Einigkeit im Wind miteinander leben. Aber der, der den Einklang bringen soll, versteckt sich. Du musst ihn finden. Begib dich auf die Suche nach dem letzten Windmönch. Nur so kannst du Asposien retten. Retten. Aha. Wartet! Verschwindet sie wieder. Wo soll ich anfangen zu suchen? Oh, der letzte Windmönch befindet sich auf der anderen Seite Asposiens. Da fährt, glaube ich, eine Seilbahn von Wollingen aus. Die Acht auf nach mit Wollingen. Einmal umsteigen, soweit ich weiß. Aber frag lieber noch mal nach. Okay, alles klar. Danke. Du bist vollkommen allein, mein Junge. Hör auf! Du bist versteinert! Lass mich in Ruhe! Ist ein... Niemals! Ich bin ein Teil von dir. Er ist ein Machtgeist. Der Imperator. Konzentrier dich, Robert. Du musst das Asposien retten. Das wirst du niemals schaffen. Und das weißt du auch. Mit dem Inventar kannst du Charaktere wechseln. Oh, auch was Neues. Hallo, Huck. Der gute alte Huck. Na, Huck, komm her. Er kommt nicht her. Im Inventar können wir zu Huck wechseln. Meine Lieblingstaube. Aha. Und wieder wechseln. Kommst du mit, Huck? Das hatten wir schon. Zu wenig zum Baden. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Aha, okay. Können wir den Faden mitnehmen? Ha, Mist! Er ist zu biegsam. Ja, schwere Baumfrucht. Ich kann doch nicht fliegen. Aber ich weiß, wer fliegen kann. Huck. Dann können wir wieder zu Robert wechseln. Und die Frucht mitnehmen. Eine Spalte. Was willst du nur von mir? Tja. Da unten scheint ein Weg lang zu führen.
Ich bräuchte eine Leiter. Oh, du klopfst den Berghang. Spalte. Mit der Nuss. Könnte man machen oder lassen. Ja, und du entscheidest dich fürs Lassen. Da hinten ist ein Dorf. Dort treffe ich sicher hilfsbereite, nette Asposa. Oder nicht. Können wir gerade in die Option. Ich würde ganz gerne mal Untertitel aus. Ja, so haben wir es im ersten Teil auch schon gemacht. Ja. Finde ich besser. Stoßzahn. Wir haben Stoßzahn und wir haben eine schwere Baumfrucht. Erinnere mich an Hammer und Meißel. Ah, okay. Hammer und Meißel. Wir können mal mit beidem die Spalte abmachen. Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. Vielleicht können wir dann über den entstandenen... Das scheint logisch. Ich bräuchte nur noch runter. Einen Grund, das zu tun. Um hinunterzukommen. Dann brichst du den Abhang ab und dann... Na komm! Hack, will nicht mit. Das reicht nicht, um den Zahn fest zu klopfen. Aber warum können wir das nicht tun? Wir haben noch hier eine Baumfrucht, damit kommen wir doch bestimmt. Erscheint logisch. Ich bräuchte nur noch einen Grund, das zu tun. Das ist doch sonnenklar. Vielleicht. Damit bekomme ich den Farn auch nicht abgebrochen. Sollen wir vielleicht das in die Tür stecken? Könnte man machen oder lassen. Hier. Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. So bekomme ich das Auge nicht darauf. Irgendwo mit können wir das doch verwenden. Ich glaube, das interessiert sie nicht. Aha, in die Pfütze werfen. Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Tja. Mit der Tür, mit der oberen Tür. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Okay, vielleicht können wir es einfach untersuchen. Das würde nicht funktionieren. Okay. Was sollen wir sonst damit machen? Auslöser. Ich kann doch nicht fliegen. Okay, es werfen. Vielleicht knackt die Nuss dort oben. Drauf werfen. Nicht? Schade. So, können wir es noch verwenden. So bekomme ich das Auge nicht daraus. Die Augen rausholen. Okay, das hat nicht viel gebracht. Vielleicht können wir jetzt die Murmeln da austauschen. Das Auge geht aber weg. So vielleicht. Okay, oder auch nicht. Das zweite habe ich klappt nicht. Ui, ein versteinerter Farn. Sehr schön. Das hatte ich nicht gedacht, dass das passiert, aber die können wir jetzt leider nehmen. Den Farn.
Machen wir jetzt vielleicht? Vielleicht kann ich damit den Stoßzahn fester in den Boden klopfen. Ach, auf einmal geht's.